Bart ist gemacht, jetzt ging es noch um die Haare. Ich habe immer auf der Seite kurz, oben ein bisschen länger, mal ein bisschen aufgestellt, mal ein bisschen mit Schlee. Spontan, wie es mir gerade Sinn kommt. Lass mich jetzt auch gerne beraten vom Profi und schauen, was er herbringt. Du willst es ja relativ einfach haben morgens und nicht zu kompliziert. Jetzt ist es natürlich so, wenn du einen Bart trägst, ist es wichtig, dass es obenrum recht ordentlich ist. Es kann lang oder kurz sein, das spielt keine Rolle. Es muss einfach sauber liegen, weil sonst hast du so viel Unruhe im Gesicht und auf dem Kopf. Deswegen werden wir relativ klar arbeiten. Ich bin der Meinung, wir rasieren das die Seiten nicht so stark ab, dass es nicht so ein militärischer Haarschnitt wird, sondern ich glaube, wir passen das alles ineinander ein, dass es fließende Übergänge gibt. Ist gut, lass mich überraschen, mach und sicher gut. Siehst du, was ich meine? Es sieht weicher aus als mit der Maschine. Es ist nicht mehr ganz so hart, nicht mehr so eckig. So, bei den Augenbrauen würde ich nur die langen Haare abnehmen. Ich würde die nicht in Form bringen, weil ich finde es bei Männern extrem unästhetisch, wenn die Augenbrauen zugezupft wirken. Ohrenhaare würde ich auch entfernen, weil das auch sehr ungepflegt aussieht. So, das wäre das Ergebnis. Gefällt dir das? Tipptopp. Du siehst, wir haben das relativ weich gearbeitet, irgendwie keine harten Übergänge. Die Übergänge sind alle fließend, die Wirbel sind eingepasst, passend zum Bart. Es gibt einen fließenden Übergang zwischen Frisur und Bart, was ich ganz wichtig finde, dass es hier keinen Absatz gibt. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich finde, es ist sehr gut rausgekommen. Es ist ähnlich wie vorher, aber einfach Detail, die Übergänge, die Bearbeitung, das war wirklich profimässig. Und von dort her finde ich es wirklich eine super Sache. Ich hätte nie gedacht, dass es so wirkt im Vergleich zu vorher. Und ich werde sicher wieder mal zum Profi gehen.